Bayern hat ein hervorragendes System an den sogenannten Sonderschulen, wie wir das kennen. Dort gibt es genug pädagogisches Lehrer. Dort gibt es genug auch pädagogisches Material, dass die Kinder was anfassen können. Wie sieht denn etwas aus? Oder dass sie mit großen Stiften schreiben können. Oder dass es eben bestimmte Tafeln gibt. Oder auch bestimmte Bücher, die eben für behinderte Kinder so aufgearbeitet sind, dass viele davon danach eine Chance haben, ihren regulären Hauptschul- bzw. Mittelschulabschluss zu machen. Das kann nur dann gewährleistet werden, indem sie besonders gefördert werden. In unseren normalen Schulen, in der Grundschule, da ist es nicht der Fall. Da gibt es keine pädagogische Fachkraft, die sich zu einem Kind hinsetzen kann, dem Kind es erklären kann. Das Kind muss dann irgendwie mitgezogen werden. Und das Frustrationspotenzial in solchen Schulen, wo das Pilotprojekt schon ausgetestet wurde, ist enorm hoch. Und zwar auf allen drei Seiten. Einmal auf der Seite der Lehrer, weil sie können ihrem Bildungsauftrag nicht mehr nachkommen. Dann das Frustrationspotenzial der regulären Schüler, sage ich mal. Denn die kommen im Unterrichtsstoff nicht weiter. Und dann, und das ist mir das Wichtigste, dass Sie das verstehen, was das Problem bei der Inklusion ist, die Frustration der behinderten Kinder, die in eine Regelschule gehen, ist so hoch, weil sie wissen, sie halten die anderen auf, sie wissen, sie können pädagogisch nicht richtig betreut werden, um dem ganzen Unterrichtsstoff letztendlich folgen zu können. Deshalb sagt die AfD auch ganz klar, wir wollen das System Sonderschulen und die regulären Schulen weiterhin getrennt halten, weil das dann letztendlich eine Situation ist, in der jeder am besten gefördert werden kann, wie er es auch braucht, um einem bestimmten Unterrichtsstoff folgen zu können, um ihn verstehen zu können, begreifen zu können, um darauf dann wieder aufzubauen.